Im heutigen Brookhaven Roleplay Video habe ich Streit mit meiner besten Freundin. Seid gespannt, was passiert und vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Was in der letzten Folge geschah? Und? Hast du einen Plan? Wir machen es einfach ganz klassisch. Das klingt nach einem Fail. Nein, es ist kein Fail. Wir machen es ganz klassisch. Denn ich habe 100 Filme gesehen, es hat immer funktioniert. Wo sind Sandy und Kilian? Ja, keine Ahnung. Sandy? Ja? Sandy, wo seid ihr denn? Ihr wollt uns verkuppeln? Entschuldigung, ich möchte auch nicht verkuppelt werden. Also, obwohl das hier eigentlich schon recht nice ist. Hörst du, er möchte auch nicht verkuppelt werden. Er hat gesagt, es ist nice. Darum geht's nicht, Sandy. Ich bin stinksauer. Sandy? Sandy, bist du schon wach? Was ist denn mit dir? Ach, Mama. Mila hat immer noch nicht zurückgeschrieben. Ich habe ihr das ganze Wochenende geschrieben und angerufen und es ist nichts passiert. Da siehst du, immer noch nichts. Alles unbeantwortet. Gelesen und nicht geantwortet, Mama. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es tut mir ja auch mega leid, dass ich sie angelogen habe. Aber ist es nicht vielleicht ein bisschen übertrieben von ihr? Sandy, ob es übertrieben ist oder nicht, musst du ihr überlassen. Sie ist deine beste Freundin und... Ich muss dir sagen, das war einfach nicht so in Ordnung, dass du sie angelogen hast mit dem Date. Und jetzt ist sie halt sauer und ich glaube, du musst dich einfach bei ihr entschuldigen. Aber Mama... Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Mehrmals. Ach, Sandy, jetzt sei doch nicht so traurig. Es ist einfach so, sie ist jetzt sauer und ich glaube nicht, dass es eine einfache Entschuldigung hier tut, denn sie fühlt sich einfach betrogen von dir und ich glaube, du musst dich irgendwie besser entschuldigen, als einfach nur eine SMS zu schicken. Wie meinst du das, Mama? Aber sie antwortet nicht. Was soll ich denn noch machen, außer ihr SMS zu schicken? Das überlasse ich dir, mein Schatz. Du solltest dir irgendwas einfallen lassen, was besonders ist. Und dass Mila sieht, dass du dir einfach viel Mühe gegeben hast. Ja? Und was soll das sein? Ach Mann, Mama, du musst mir bitte helfen. Normalerweise würde ich jetzt Mila um Rat fragen, aber das geht ja schlecht. Wie gesagt, Sandy, du hast es verbockt, also musstest du wieder reparieren. Ach Mann. Eine Stunde später. Ach Mann, ist ja mega komisch, wenn Mila nicht draußen auf mich wartet. Oh, da ist Mila und Maya. Hi Mila, hi Maya. Hi Sandy. Sandy, was machst du hier? Ich bin immer noch sauer auf dich. Es tut mir leid, Mila. Ich hatte gehofft, dass wir vor der Schule noch mal ganz kurz miteinander reden können. Nee, Sandy, es tut mir leid. Ich bin immer noch sauer auf dich und ich möchte es einfach nicht reden. Ich gehe in die Klasse. Ach Mann, Maya, was soll ich denn machen? Mila ist schon das ganze Wochenende sauer auf mich. Und ja, ich habe sie angelogen und ja, das war vielleicht eine blöde Idee, dass ich sie mit Kevin verkupple. Aber wie kann ich das wieder gut machen? Also, Mila ist ganz schön sauer. Ich glaube, dass eine normale Entschuldigung einfach nicht ausreicht. Das hat meine Mama auch gesagt, aber was soll ich denn machen? Da kann ich dir leider auch nicht helfen, aber der Unterricht fängt gleich an, Sandy. Komm, lass los. Ja, ich komm ja schon. Ach komm, Sandy, jetzt sei nicht traurig, das wird schon wieder. Ach, Kilian, das sagst du so einfach. Auf dich ist gefühlt niemand sauer und auf mich ist jeder sauer. Und Mila redet nicht mehr mit mir, das ganze Wochenende schon, Kilian. Ich möchte jetzt nichts sagen oder so, aber ich glaube, ich hab dir gesagt, dass das nichts ist, oder? Ach man, Kilian, es hilft doch jetzt nichts. Ja, es war eine blöde Idee, dass ich die beiden verkuppeln wollte, aber... Die Frage ist, wie ich es wieder gut machen kann. Ja, pff, du guck nicht mich an. Aber wollen wir nicht langsam mal was zu essen holen? Ich hab Hunger. Du hast ja recht, Kilian. Komm, lass uns was zu essen holen. Oha, Kilian, guck mal. Kevin und Mila sitzen an einem Tisch. Ja, nice. Anscheinend sind die beiden doch zusammen. Hä? Warum ist denn dann Mila sauer auf mich? Wenn sie doch mit Kevin zusammen ist, dann hat es ja alles geklappt. Oh mein Gott, Kilian, es hat geklappt. Was hat geklappt? Ja, meine Verkupplungsaktion hat geklappt. Oh mein Gott, ich bin der krasseste Verkuppler ever. Das ist so cool. Guck sie dir an.
Guck sie dir an, sie essen zusammen. Es ist unglaublich, Kilian. Ja, wenn du meinst. Ach nein, nicht wenn ich meine. Ganz sicher, Kilian. Das ist unfassbar cool. Jetzt muss ich irgendwie nur noch einen Weg finden, dass Mila mir verzeiht. Und dann ist alles easy. Okay. Ich hol mir jetzt was zu essen, Sandy, okay? Es tut mir leid, aber ich habe echt Hunger. Boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas runterbekomme. Ich brauche irgendeinen Plan. Ich brauche einen Masterplan. Okay, vielleicht hilft mir das Internet weiter. Irgendjemand muss doch schon mal mit seiner besten Freundin gestritten haben und irgendwas gemacht haben, dass sie ihr einem verzeiht, oder nicht? Eine Ewigkeit später. Och, Facebook hilft irgendwie auch nicht weiter. Vielleicht sollte ich hier irgendwas kaufen. 2 Stunden später. Also, irgendwie ist es alles nichts. Was mache ich denn jetzt? Wie kann ich sie dazu bringen, dass sie mir verzeiht? Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe eine Idee. Das ist es. Das ist es. Mama! Mama, ich habe eine Idee! Sandy, was ist denn los? Mama, ich glaube, ich habe eine Idee. Kann die Idee bitte noch kurz warten? Wir essen jetzt. Setz dich bitte hin. Aber Mama, ich möchte meine Idee sofort umsetzen. Du kannst deine Idee auch nach dem Essen umsetzen. Hinsetzen. Ein paar Sekunden später. So, Schatz, aber erzähl mal, was hast du denn für eine Idee? Okay, Mama, pass auf. Das ist mega, mega cool. Ich werde ein Freundschaftsbuch machen für Mila. Ein Freundschaftsbuch? Das ist eine wundervolle Idee, mein Schatz. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Buch, mit dem du anfangen kannst. Wirklich, Mama? Wie cool. Ich fange gleich heute an, dass ich es Mila geben kann morgen. Glaubst du wirklich, dass du so schnell fertig wirst? Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Am nächsten Tag. So. Ich glaube, ich bin fertig. Hier noch ein Bild von uns beiden und ein Freundschaftsgedicht und ganz viele Zeilen, warum sie meine beste Freundin ist. Ich glaube, ich bin fertig. Mama, was machst du gerade? Sandy, ich gucke gerade Nachrichten. Was ist denn los? Mama, mein Buch ist fertig. Ich würde gerne noch schnell zu Mila laufen und ihr das Buch geben, dass es vielleicht morgen in der Schule einfach, ja, nicht mehr so eine Katastrophe ist wie die letzten beiden Tage, Mama. Ja, okay, Sandy, aber du bist zurück, bevor es dunkel wird, okay? Ja, Mama, bin ich. Versprochen. Danke, Mama. Bis später, Mama. 20 Minuten später. Ah, da hinten ist ja schon ihr Haus. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Ja, hallo, wer ist da? Ich bin's, Mila. Kann ich bitte reinkommen? Oh, ich weiß nicht, Sandy. Ich habe ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Ja, ich habe ein Geschenk. Das habe ich extra für dich gemacht. Nicht gekauft oder so, sondern das habe ich gemacht. Du hast ein Geschenk für mich gemacht? Ja, okay, komm rein, Sandy. Mila, es tut mir wirklich so leid, dass ich dich angelogen habe. Aber ich dachte, das ist das Beste für dich. Und ich hätte dich davor fragen sollen und es dir sagen sollen. Ich habe alles hier in diesem Buch erklärt. Das ist für dich. Das habe ich extra für dich gemacht. Du hast ein komplettes Buch für mich gemacht? Wow, Sandy. Das ist echt richtig krass. Da habe ich jetzt fast ein schlechtes Gewissen, dass ich so lange sauer auf dich war. Das hat bestimmt viele Stunden Arbeit gekostet. Ach, Mila, ganz ehrlich, das wäre mir alles egal, wenn du mir einfach verzeihst, dass ich dich angelogen habe. Bitte, Mila, bitte. Ach, Sandy, ich hätte dir eh nicht mehr so lange böse sein können. Aber dass du mir ein Buch gemacht hast, ist richtig cool. Heißt das, du verzeihst mir? Ja, Sandy, ich verzeih dir, aber bitte lüg mich nie wieder an, okay? Nein, mach ich nicht. Versprochen, Mila. Du bist meine allerbeste Freundin. Ja, und du bist meine, Sandy. Okay, bin ich froh, dass es jetzt alles wieder in Ordnung ist. Möchtest du einen heißen Kakao? Oh ja, heißer Kakao klingt super, Mila. Wow, Mila, ich bin so froh, dass wir nicht mehr streiten. Ja, und ich erst. Es war ein bisschen anstrengend, mit dir zu streiten. Und auch wenn ich Maya echt gerne mag, aber mit ihr abzuhängen wird auf Dauer echt langweilig. Sie hat nur Cheerleading im Kopf. Und, naja, ich wollte dir doch eigentlich trotzdem von dem Date erzählen mit Kevin. Aber dann war ich so sauer und dann habe ich es nicht getan. Ja, Mila, erzähl mal. Kiel und ich haben dich vorgestern in der Cafeteria gesehen und da hast du mit Kevin Mittag gegessen. Ja, das stimmt.
Und wir verstehen uns auch sehr gut. Und ja, allem im allem war es keine schlechte Idee mit dem Date. Aber ich hätte vielleicht trotzdem gewusst, dass ihr nicht kommt. Ja, das verstehe ich, Mila. Es tut mir auch wirklich sehr, sehr leid. Aber kannst du mir jetzt bitte alles erzählen, was passiert ist bei dem Date? Ja, klar. Ich fange ganz von vorne an. Also, ich bin hingekommen und habe auf Kevin gewartet. Dann war's aber mit diesem Roleplay. Falls es euch gefallen hat, lasst uns jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!